Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Heute habe ich mir gedacht, machen wir ein Gameplay mit dieser wunderschönen Maschine. Der amerikanische Bomber, könnte man sagen. Zumindest, ja, hatte sich Deutschland gedacht, wir müssten gegen die Amis auftrumpfen, indem wir ein Flugzeug bauen, was ebenfalls eine gute Bombenlast hat. Ein, ja, schnelles Flugzeug ist und eine gute Bordbewaffnung hat. Das Problem ist, mit der Wendigkeit und Geschwindigkeit haben sie es ein bisschen verkackt, sage ich jetzt mal. Die Maschine, ja gut, 507 km/h steht da als Höchstgeschwindigkeit, ist zugelassen, aber das Ding kommt etwas über 300, ist damit nicht der schnellste und Wendezeit 37 Sekunden ist ein bisschen. Beziehungsweise schon 40 Sekunden ist natürlich ein bisschen viel. Ja. Das ist natürlich der große Nachteil an dieser Maschine. Vorteil ist extrem gute Bombenlast. 4000 Kilogramm hätten wir zur Verfügung. Beziehungsweise 1000 Bomben. 1000 Kilogramm Bomben. Und zwar 4 Stück davon. Wir hätten auch noch die 1800 mal 2. Und die 250er Bomben mal 3. Allerdings sind die 1000 besser. Du brauchst eine Bombe, um die Basis zu zerstören. Und ja, wenn man davon alleine schon drei Maschinen in der Runde hat, ist das schon siegesentscheidend. Das ist übel. So, das ist wiederum ein Vorteil. Jetzt habe ich noch einen Nachteil für euch. Guckt mal auf den Reparaturpreis. 50.000 für dieses Flugzeug als Reparatur. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Da ist wieder, ja, also wer damit spielt, muss sich im Bewussten sein, dass er damit dann natürlich 50k in den Sand steckt. So, das ist natürlich bei der T29, nee, bin ich blöd, T29, B29 ebenfalls der Fall. Die hat nämlich eine 40.000 Silverlines Reparatur. Ja, das ist ein bisschen weniger, aber gut, wenn die ausgebaut wäre, geht das auch über die 50k. Deswegen am besten schneidet, was das angeht, noch die russische Maschine ab. Die hat nämlich nur 24.560 Silverlines. Naja, gut. Hierbei ist aber noch der Vorteil. Da die auf Rang 3 rumgurkt, ist die, ja, die Modifikationsforschung eigentlich relativ low. 2.900 für eine Modifikation, das ist relativ akzeptabel. Das kriegt man in einer Runde eigentlich hin. Da kriegst du zwei bis drei Module eben erforscht in realistischen Schlachten. Ja, da ist es halt immer so. Ja, man hat die 10 Gratis-Reparaturen und man kriegt das Ding vorher ausgebaut, bevor die 10 Gratis-Reparaturen weggehen. Deswegen ist das wiederum ein Vorteil, diese Maschine. Und ja, man muss damit natürlich immer selber gucken, wie man damit zurechtkommt. Ich zum Beispiel komme mit der Maschine gut zurecht auf 3.7. Bordbewaffnung, wie gesagt, auch ganz gut. Und ja, starten wir damit einfach mal eine Runde. Bis gleich. So, rein in die Schlacht. Wir haben. Ja, okay, wir können leider nicht direkt den Sieg für uns entscheiden. Wir haben nur zwei ME-264er Maschinen mit uns. Und ja, die italienische P-108, die hat leider nur. Ich glaube, die hat. Das Beste, was sie hat, sind 2x500 Kilogramm Bomben oder so. Oder vier. Das ist auf jeden Fall nicht genug. Naja, ich denke mal, was hat er markiert? Er hat gesagt, D4 wird er zerbomben. Das heißt, er wird diesen Stützpunkt nehmen. Gut, dann werde ich markieren und diese beiden hier zerstören.
So, und die andere Mäh, die fliegt dann direkt zum Stützpunkt. Also sollte der, wenn alles klappt, nur noch die Hälfte an Basispunkte haben. Weil insgesamt sind das dann 6000 Gramm Sprengstoff, der auf die Basis knallt. Nee, sind sogar ein bisschen weniger, weil die Bombe ist natürlich 1000 Kilogramm schwer, aber Sprengstoffmasse sind nur 600 in der Bombe drin. Ist natürlich klar, dass da mehr Stahl auch noch eingebaut ist. Aber gut, 600 reicht halt immer noch für eine Basis. Ich hoffe, es geht auch, also das Team wird auch komplett auf die Basen gehen. Also die, hier die italienische Maschine, die ist schon gut dabei. Das einzige Problem, da die so tief liegt, die wird auf jeden Fall auf Jäger treffen. Die wird die Basis womöglich zerstören und dann, ja, mal schauen, vielleicht wird sie dann zerstört. Aber egal. Unsere Priorität liegt wo ganz anders. Ja, ich habe gerade schon den ersten Jäger gesehen. Der ist auf Abfangkurs, der will auf jeden Fall zur P-108. Und man sieht es gerade, ich fliege auf Notleistung und ich habe jetzt gerade mal die 300 km/h geknackt. Also das Ding ist wirklich arschlangsam. Aber gut, dafür hat es wahrscheinlich einen höheren Airspawn bekommen. Ich fliege nämlich bereits auf 5500 Meter Höhe. Das ist natürlich dann, ja, völlig ausreichend. So, die zwei Basen sind erledigt, jetzt zur Hauptbasis. Gut, er hat es natürlich geschafft, die Basen zu zerstören. Also die eine Basis da, aber er wird gerade verfolgt, glaube ich. Nee, wird er nicht. Der Lacker. Wow, er hat die eine Basis auch noch zerstört. Ernsthaft? Ja, super. Danke. Jetzt habe ich eine Bombe umsonst gedroppt, aber egal. Dafür habe ich die eine Basis zerstört. Und habe noch zwei Bomben. Hätte ich das früher gewusst, hätte das vielleicht sogar die Basis jetzt schon direkt zerstören können. Aber man sieht schon, da kommen viele Jäger. Wir haben zwei Spitfire Flugzeuge, P-63, P-38, Typhoon und die F-6F. Also, wenn die uns alle erreichen, haben wir ein Problem. Zumindest wirkt es so, als ob die hier, die P-38 hinter uns her ist. Wo ist denn die andere Mäh? Okay, die ist da hinten. Sollte sie aber auch noch schaffen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel meine zwei Bomben machen. Wenn die jetzt ein bisschen weniger als die Hälfte machen, oder ein bisschen mehr, ist nicht schlimm, weil dann weiß ich, kriegen wir die Basis doch platt. Dann kann ich sogar sagen, braucht man sogar nur zwei Maschinen, wenn das wirklich der Fall sein sollte, plus eine mittelschwere Maschine, wie die Italiener Maschine da. So, Basis ist am Start. Wir werfen unsere Bomben jetzt ab. Dann drehen wir mal und schauen, was passiert. Und da ich kein weiteres Flugzeug in der Nähe sehe, wird die Mäh safe ihre Bomben abwerfen können, ohne beschädigt zu werden. Und schauen wir uns das mal an. Das wirkt immer erst so, als ob die viel zu weit fliegen, die Bomben, aber das, ja, man sieht, es sind dicke Dinger, die da jetzt gleich drauf knallen. Das knattert richtig in der Buchse bei der Basis. So. Ja, wir haben ein Viertel gemacht, okay, mit zwei Bomben. Ja, das heißt, es bleibt ein Viertel über von der Basis. Sehr schade, dass wir sie nicht komplett zerstört haben, aber gut. Unser Team ist hart scheiße, wie ich jetzt gerade sehe. Wir haben schon fünf Leute verloren und die Gegner haben erst zwei verloren. Ja, das ist belastend.
So, jetzt warten wir noch auf seine Bomben. Ja. Okay, es ist tatsächlich ein Viertel übergeblieben. Und man hat sogar gesehen, er hat die 1800 Kilogramm Bomben dabei gehabt. Oh, shit. Ja, okay, der hat mich direkt in Brand gesteckt. Das ist natürlich belastend. Das war's dann natürlich. Wenn ich in Brand gesteckt werde, dann war's das immer direkt. Naja. Jawohl, Alter, wie das Ding jetzt ausflippt. Egal, wir haben ein... Ne, was war das? 1,73 Tonnen an Basenboden zerstört. Ne. TNT-Tonnen sind das, ne? Ja. Ja, gut. Hat das nicht so gut funktioniert. Ich denke, ich werde aber noch eine Runde machen damit. Dann bis gleich. So, zweite Runde. Diesmal sollte das wirklich funktionieren. Wir haben vier schwere Bomber. Die Focker Wulf hat 2x2. Ne, warte mal. 2x1000 Kilogramm Bomben. Und 2x500 Kilogramm. Wenn sie wirklich. Also, ich weiß natürlich nicht, welche Bombenladung sie dabei hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Die beste. Wir haben zwei ME-264er. Also hat sich das auch schon mal erledigt. Und wir haben eine BV-238. Das ist auch sehr gut. 7 Bomben braucht die, um eine Basis zu zerstören. Von 14, nee, Quatsch, von 20 Bomben, die sie dabei hat. Also das sollte wohl klappen. So, was haben unsere Teammates denn gesagt? E4 greift er an. E4 ist diese Basis. Okay. Der macht E3. Und der andere hat nichts bekannt gegeben, aber ich werde dann die Basis machen. Weil ich glaube, da fliegt gerade keiner hin. Ja, dann werde ich eine Bombe für die Basis benutzen. Aber dann müsste ich, dann habe ich ja immer noch drei Bomben und müsste genug Schaden damit machen. Warte, dann markiere ich das mal. Nicht, dass der eine jetzt doch denkt, ich sollte mal dahin fliegen. B5. B5. Hä? Ach so, lol. Der hat unsere Basis markiert. Die sollen wir zerbomben. Alles klar, das machen wir. Jederzeit, das hilft. Tatsächlich, wenn wir solche Penner hätten, die einfach nur das Spiel zerstören wollen und die das dann machen. Alter, die sind richtig am Sack dann. Die kriegen dann einen dicken Report erstmal reingedrückt von der Hälfte des Teams wahrscheinlich. Teamkiller würde ich dann eher als Report angeben. So. Wie sieht's denn aus mit der Verteilung jetzt? Also, der fliegt weiterhin dahin zu, der wird dann auf direktem Weg dahin weiterfliegen. Wo ist der andere Bomber? Da ist noch einer. Das ist wahrscheinlich die BV. Die ist ja auch sehr langsam. Und das ist dann die andere. Hier die... Na, wie heißt sie? Genau, die Focker Wulf. Ach ja. Illuminati Swag. Auch ein super Name. Conan Fire. Sir Smoke? Naja. Na, irgendwann müsste doch die Basis kommen. Der Vorteil, den wir sogar noch haben, es ist sehr hart bewölkt. Also, wir müssten eigentlich, ja, nicht so schnell entdeckt werden. Vor allem, die haben ja auch neue Wolken mit dem letzten Update reingebracht. Mir ist schon aufgefallen, dass die jetzt viel schöner aussehen. Und ja, wenn man in den Wolken fliegt, merkt man davon natürlich nichts, aber optisch, wenn man weiter weg ist und auf Wolken schaut, sieht das viel schöner aus.
Oh, da fliegt ein Flugzeug, das sieht man gerade durch diese Bombencam. Habe ich jetzt den Bombenschacht offen? Ja, habe ich. So, dann werfen wir sofort die Bombe. Zack. Bombe. Bomb has been dropped. Und ja. Jetzt warten wir noch auf das restliche Team. Am besten ist, ich fliege noch nicht direkt zur Basis, weil ich ja nicht weiß, ob das so funktioniert, wenn jetzt alle. Also ich weiß ja, die Fokker Wolf war ja sehr langsam. Ja, wobei doch, die ist sofort am Ziel. Die Mäh hat auch schon soweit den Punkt zerbombt. Wo ist die Mäh? Ne, es war eine BV. Die Mäh haben wir noch, das ist gut. Was? Als ob das. Was sind das denn für Basen? Wieso hat die das jetzt überlebt? Die hat noch ein Viertel jetzt über, das darf doch nicht wahr sein. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Das bringt gerade meine ganze Struktur hier durcheinander. Das ist doch jetzt gerade richtig kacke. Wieso ist das jetzt bitte passiert? Ja. Gut. Er wird sie dann wahrscheinlich auch nicht zerstören. Ne, er hat sogar andere Bombenlasten. Das ist, ja, nochmal eine Ecke belastender. Also dann schaffen wir das safe nicht, die Basis zu zerstören. Sehr schade. Ich wollte es euch halt einmal gezeigt haben. Aber gut. Na gut. Dann muss ich wohl jetzt noch mal wenden. Wobei, wie sieht's bei der Fokker Wolf aus? Ja, die ist jetzt sofort da, also eigentlich brauche ich da nichts mehr zu machen. Die wird die Basis zerbomben. Als ob der jetzt keine Bomben mehr hat. Ja, dann muss ich wohl mal zu der anderen Basis fliegen. Und den Rest machen. Der hat sie immer noch nicht zerstört. Der müsste aber jetzt doch. Doch, der hat die abgeworfen. Der fliegt ja auch schon wieder zurück. Jetzt sag mir bitte nicht, das war so ein Noob, der die Basis erst gar nicht getroffen hat. Doch, er hat sie zerstört. Sehr schön. Ja, gut. Ich markiere die einfach mal, damit die Bescheid wissen, dass ich mich drum kümmere und dass ich dann die letzten zwei Bomben wieder einmal auf die Hauptbasis werfe. Ey, unser Team ist schon wieder so schlecht. Von vier Bombern, also leben im Team nur noch drei Bomber und ein Jäger. Das ist wieder mal Premium-Arbeit. Und im Gegnerteam leben noch 2, 3, 4, 5, 6. Ist tatsächlich noch machbar, wenn das nicht so läuft wie gerade eben, aber muss man immer wieder schauen. So. Ach ja. Komm schon und Bombe raus. Bombenschacht wieder zu, drehen wir mal zur Hauptbase und bomben die dann noch raus. Kehre zum Flugplatz zurück. Ja, da haben wir es wieder halt. Wenden ist nicht so. Und ich bin mittlerweile auf 6500 Meter Höhe. GG. Ja, das gibt einen Volltreffer genau in die Mitte. Ja, nicht ganz, aber doch relativ mittig. Hä? Doch, die Basis wurde zerstört. Da stand nämlich gerade nur Treffer.
Ich dachte schon. Es wäre ja richtig belastend, wäre die jetzt auch nicht down gegangen. Möglicherweise habe ich jetzt sogar die Chance, Flugzeugkills zu machen, da die Basis doch wieder. Lol. Wieso ist da jetzt eine Basis? Hä? Das ganze System ist gerade für den Arsch. Was soll denn das? Wieso ist jetzt die Basis da und nicht der Hauptflugplatz bei Wuppertal? Das ist. Das Spiel verarscht mich gerade, ganz ehrlich. Das ist nicht normal. Na gut, dann Bombenwald. Haben die da etwa eine Fabrik? 100 Pro haben die doch da eine Fabrik oder sowas. Wahrscheinlich hält die mehr aus. Aber ich kann mir da gerade nichts vorstellen. Oh geil, die Me-264 ist nun abgestürzt. Die Runde läuft wieder richtig steil. Ja, wobei, doch, er lebt aber noch, oder? Ne, er ist down. So, Bomben sind raus. Unser Jäger ist auch drauf gegangen. So, jetzt sind nur noch wir beiden Bomber übrig. Das läuft ja dann wieder blendend. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Bomben an Schaden machen, weil das ist ja anscheinend jetzt nicht die Hauptbasis, sondern das ist eine neue Basis, die da entstanden ist. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt wirklich eine Fabrik ist. Nee, da ist so eine Zwischenbasis. Oder habe ich die eben einfach nicht gesehen? Es ist nichts passiert. Jetzt steht noch nicht mal. Unterstütze die Bodentruppen bei der Verteidigung von Gelsenkirchen. Aber ansonsten steht da nichts. Ja geil, jetzt haben wir die Basen zerstört, aber ohne dass es was gebracht hat. Das ist doch Betrug. Es ist einfach Betrug. So. Ja, 5 der feindlichen Flieger leben noch. Und mit mir die Fokker Wolf noch. Hey, da ist eine neue Basis entstanden. Hä? Die Runde ist RIP. RIP. Bomb. Wieso ist da jetzt eine neue Basis? Das könnt ihr mir bitte mal erklären in den Kommentaren. Das ist doch nicht normal. So, die Fokker Wolf ist jetzt auch durch eine Spitfire draufgegangen. Und die P51 im Gegnerteam ist abgestürzt. Immerhin einer, der sein Leben direkt, weggeschmissen hat. Aber ich glaube, der ist auf der Basis abgestürzt, deshalb, der repariert wieder. Zumindest ist hier noch kein Todes... Oh, doch, jetzt ist ein Todessymbol da. Sehr schön. So, mittlerweile haben sie einen Booster, hier so eine... Wie heißen die Dinger? Einsatzbefehl, genau. So ein Einsatzbefehl eingesetzt, blinde Jagd, damit ich markiert werde. Aber ich glaube nicht, dass die rechtzeitig bei mir sind. Ich fliege jetzt einfach zur Basis zurück, dann hat sich das. Ach ja, man merkt aber, dass man leichte Turbulenzen hat. Das Flugzeug bewegt sich voll in den Wolken. Das wird auf jeden Fall eine interessante Runde, so viel kann ich sagen. km/h. Ja, ich war gerade auf 510, das passt schon.
Wobei immerhin, die haben keine Bomber mehr. Die haben nur noch, ja doch, die müssten noch einen Bomber haben. Aber gut, die Spitfire und die P-63 war das, glaube ich, die zerstören halt weiterhin Artillerie. Das macht aber kaum Punkteschaden. Da müsste man noch ein bisschen safe sein. Oh, da war was. Da, ich sehe da was. Hier, genau da. Das ist, ich glaube, der will auf meine Höhe kommen. Oh, da ist sogar noch einer. Das sieht aber gerade aus, als ob der da abgestürzt wäre. Mission abgeschlossen. Ich habe immerhin den Wetteinsatz, also da dieses blinde Jagd abgeschlossen. Oh, ich bin nochmal das Ziel. Geil, kriege ich nochmal umsonst 5000, wenn mir nichts passiert. Ah, die SB2C ist abgestürzt. Da waren es nur noch drei. Vielleicht gewinne ich das ja sogar noch. Das wäre ja der Shit. So, wo ist denn die Basis? Hier. Ich bin immer noch zu hoch. 3700 Meter. Ah, hier schon einer auf meiner Höhe. Ah, der fliegt aber wieder runter. Das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, wie dicht die Wolken sind, bis wohin die gehen. Oh, zurück zum Schlachtfeld. Ja gut. Egal, dann soll mich das Ding neu spawnen. Ist mir auch recht. So. Ach so, es spawnt mich mit noch weniger Geschwindigkeit. Ja, ist immerhin gut. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen ruhiger, aber ich versuche natürlich so lange wie es geht noch zu überleben. Oh, da kommt was. Ich höre einen Motor. Da ist er. Ja, umsonst nochmal 5000 bekommen. Jetzt ist es mir egal, ob sie mich abschießen. Oder ist hier noch einer? Ich mach mal den Motor aus, damit er mich nicht mehr hört. Vielleicht fliegt er ja dran vorbei. Ja, er ist dran vorbeigeflogen. Er ist wieder weg. Also, er geht weiter weg. Geil. Habe ich es überlebt. Jetzt drehen wir noch einmal. Da kann ich wieder nur sagen, ne? Wolken, manchmal haben Wolken auch einen sehr guten Vorteil. Machst einen Motor aus, hören sie dich nicht. Wo ist denn jetzt die Basis? So, muss ich nochmal neu anfliegen. Okay, ich war aber auch gerade hoch, das ist ja der Hammer. Ah, mittlerweile sieht man wieder was. Da ist die kleine Base. Wieso haben die jetzt noch mal drei neue Basen? Was ist denn das für ein Witz? Hä? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich kann mir nur irgendwie, ich stelle mir gerade vor, irgendwas stimmt mit dem Server nicht. So. Ich sehe keinen Feindflieger. Ich kann mich jetzt schon mal entschuldigen, weil das ist doch schon eine längere Schlacht. 30 Minuten sind wir bereits.
Und ich kann natürlich noch nicht sagen, wie lange das noch gehen wird. Oh, ich werde zu schnell. Ja, alles gut. Ah, da kommt wieder einer. Ich weiß nur nicht, was es ist. Es könnte die Spitfire sein. Der ist aber wahnsinnig schnell, muss ich dafür sagen. Ja, ist die Spitfire, Tatsache. So, jetzt muss ich aber wirklich mal schnell zur Base, ansonsten holt die mich gleich. Neue Ziele sind aufgetaucht, yay. Wenn das schon kommt, dann ist das wirklich eine lange Schlacht. Na gut, wir sind schon 20 Minuten in dieser Schlacht drin, ne? Oh ne, die Mustang kommt. Und ich schaff's nicht rechtzeitig zur Base zurück. Die ist vor mir da. Deswegen, ich werde den Motor jetzt anmachen. Geradeaus fliegen. Ne, die wird von oben gleich herabkommen. Den werde ich, glaube ich, nicht rechtzeitig killen können. Ja, ich höre ihn schon. Er kommt jetzt runter. Ja. Ja, wobei, hat mich doch nicht so extrem erwischt, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ja, und die Spitfire wird jetzt auch kommen. Jetzt kommen sie von zwei Seiten. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Spitfire erledigt mich. Das war die gute Spitfire, sogar mit den krassen Maschinenkanonen. Na gut. Und da kam sogar noch die P63. Geil, jetzt waren alle drei Jäger bei mir. Jeder wollte gerade einen Kill haben. Naja, die Spitfire hat den bekommen. Ich bin ganz ehrlich ein bisschen froh, dass die Schlacht jetzt halt zu Ende ist, ne? Weil das wäre nur unnötig in die Länge gegangen, hat man ja schon gesehen. Ich bin zufrieden jetzt. Ich habe gut was an Boden zerstört. Und ja. Ja, allein wenn ich jetzt schon darum hingucke, ich habe 100.000 plus gemacht. 27 sind es hier jetzt, aber durch die Schlacht vorhin habe ich 100.000 gemacht. Das ist. Ich dachte schon, jetzt kriege ich 300.000 noch dazu. Nee, das nicht. Wir haben genug Modifikationsforschung dazu bekommen. Also, ich kann das Ding jetzt komplett ausbauen, glaube ich. Nee, kann ich noch nicht. Oh. Hätte ich jetzt tatsächlich mit gerechnet, aber gut. Dann noch nicht. Fehlt noch ein bisschen, aber gut. Ich habe ja noch drei kostenlose Reparaturen. Und von daher passt das. Ja. Wenn euch diese Folge denn gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao.